Das ist die Quennox DV96V LED Videoleuchte für digitale Spiegelreflex- und Systemkameras mit 1300 Lux. Die werde ich Ihnen jetzt hier in dem Video mal kurz vorstellen. Wir fangen einfach mal direkt an. Dieses kleine Basisset, das kommt hier also im Prinzip dann direkt so zu Ihnen, wie Sie es hier auf dem Tisch sehen. Einmal die Videoleuchte selbst, dann haben wir hier zwei verschiedene Streuscheiben, einmal um eine andere Farbtemperatur vorzugeben und diese andere mattierte hier, um das Licht etwas weicher zu machen, um es etwas diffus zu gestalten. Dann haben wir hier einmal so einen kleinen Adapter, mit dem man das Ganze dann auf einem Blitzschuh an der Kamera befestigen kann oder aber auch halt eben auf einem ganz normalen Kugelkopf. Hier ist also noch so eine kleine 1/4 Zoll Gewindebohrung unten dran. Und dann haben wir dann zum Schluss hier ganz wichtig, natürlich auch ohne Strom nichts los, den Battery Pack. Die ganzen einzelnen Komponenten, die werde ich Ihnen jetzt mal kurz vorstellen. Wir fangen direkt mit dem Wichtigsten an. Das ist ja die LED-Leuchte selbst. Dazu ein paar kleine Erklärungen. Wir haben also hier an der Seite dieser LED-Leuchte jeweils so eine kleine Vorbereitung, die man dann passend in jeden Blitzschuh dieser Welt, jeder Kamera stecken kann. Und zwar einmal hier unten. Das ist dann also für diese Streulichtfunktion nenne ich das jetzt mal, und da können wir das Ganze noch einmal Hochlicht, also beziehungsweise hochkantmäßig anbringen. Das ist eigentlich von der Lichtdarstellung im Prinzip eigentlich vollkommen uninteressant. Das macht nur dann Sinn, wenn man zum Beispiel halt eben so eine Leuchte irgendwie irgendwo an einem Rig befestigt hat, beziehungsweise die Kamera auf einem Rig ist, und je nachdem, was man da für ein Platzproblem hat, da kann es dann schon mal hilfreich sein, dass man vielleicht mit der Variante frontal von vorne nicht weit kommt und man halt eben aus Platzgründen zum Beispiel halt eben einfach dann den ganzen Radius hier, also die Breite dann der Licht, der Leuchte dann einfach halt halbiert, indem man das Ganze halt praktisch auf den Kopf dann aufstellt. Finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Darüber hinaus haben diese Befestigungen unten also auch nochmal einmal hier so zwei Gewinde, das ist 1/4 Zoll, mit, also Bohrung mit Gewinde. Da kann man das Ganze dann zum Beispiel halt eben auch noch extern auf einem Kugelkopf befestigen oder halt eben auch dann zum Beispiel auf einem Stativ und halt eben auch beides dann zusammen. Das ist also eine ganz sinnvolle Sache. Der nächste Punkt, ganz wichtig, ne? Ohne Strom ist nichts los. Haben wir also hier den Battery Pack, der dazugehört. Der wird ganz normal hier an der Seite geöffnet und muss dann mit 6 AAA-Zellen bzw. Batterien oder Akkus halt eben dann auch beschickt werden. Das System, wie das Ganze beschickt wird, beziehungsweise wie man die Batterien da reinmacht, das ist dann hier noch einmal auf der Innenseite dieses Deckels erklärt. Da sind also dann die Symbole genau in der Reihenfolge halt eben hier ablaufend, wie es halt hier oben auch dann so eingegeben wird. Ich kann Ihnen natürlich das jetzt einfach mal, Sie sehen, wie ich das Ganze aufgemacht habe, hier in Schriftgröße. Ich halte sie mal eben kurz ein paar Sekunden in die Kamera. Das ist mit Sicherheit ein bisschen einfacher als halt eben hier die Symbole, die auch sehr klein aufgedruckt sind. Die kann man natürlich trotzdem erkennen, aber damit Sie auch direkt sehen können, wie das Ganze dann gemacht werden muss. Also von mir aus gesehen, hier oben ist dann hinten jeweils dann, also zur Klappe hin, wo dann die Kontakte sind, haben wir hier einmal Minus, Plus, Plus, Minus und Minus, Plus. Ist also immer abwechselnd. Wenn Sie das falsch machen, dann kommt aus der LED-Leuchte halt eben dann nichts raus. So, das mal als kleiner Tipp von mir. Der Akku, der wird dann also hier einfach, beziehungsweise der Battery Pack dann auf der LED-Leuchte befestigt. Geht auch ganz einfach. Gibt auch nur einen Weg, wie das zu machen ist. Hier vorne haben wir so zwei kleine Löcher. Die Gegenstücke dazu, das sind so kleine Metallpins, die befinden sich dann hier. Dann setzt man das Ganze einfach so auf. Also man muss nicht direkt am Ende durchschieben, das geht sowieso nicht, weil hier diese Halterungen sind für den Kunststoff, die dann hier in den Akku reingreifen. Man setzt das also ganz kurz vor diesen Metallpins, die da drin sind, an. Sie haben es gehört, dann macht es einmal Klick und dann kann man das Ganze benutzen. Wir haben also jetzt hier die LED-Leuchte mit dem Battery Pack bestückt und dann müssen wir das Ganze natürlich noch anmachen. Da befinden sich dann hier auch unten dann jeweils beziehungsweise einmal der An- und Ausschalter. Wir wollen das Ganze ja in Aktion sehen. Ich mache den einfach mal an. So sieht das Ganze dann aus. Und dann genau darüber auf der Oberseite haben wir dann hier halt eben den Regler, um das Ganze halt eben zu dimmen. Ne? Sie sehen an meiner Handinnenfläche schon, dass da was kommt. Ich zeige Ihnen nochmal kurz in die Kamera rein. Das wäre also die kleinste Stufe. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Wir machen ihn einmal aus. Dann machen wir ihn an. Das ist die kleinste Stufe und jetzt regle ich mal langsam hoch bis zum Maximum. Das nur mal halt eben so zu Demonstrationszwecken, damit Sie sehen, dass da auch richtig Power rauskommt, also auch richtig Licht hinter logischerweise. Und das Ganze macht man natürlich dann hier einfach wieder aus, indem man dann hier ganz einfach dann den Ausschalteknopf betätigt. Dann haben wir hier als nächstes diese beiden Streuscheiben, einmal für die veränderte Farbtemperatur und dann hier noch einmal für dieses diffuse Licht, beziehungsweise das Licht halt eben etwas weicher zu machen. Und die werden also ganz einfach befestigt. Wir haben hier an den Seiten jeweils so kleine Einkerbungen, das sind praktisch dann die Gegenstücke zu diesen Stücken, die an den Streuscheiben dran sind, und die drückt man einfach da rein. Das ist eigentlich ganz einfach, indem man dann von der Seite, ich halte das auch mal eben so in die Kamera, hier einfach dann so eine Scheibe anbringt, dann macht man die einfach hier rein, zack, dann macht es auch kurz Klick und dann kann man hier die Scheibe also einfach
dann so in Bewegung nehmen, also beziehungsweise in Betrieb nehmen. Bewegung ist auch gut, aber natürlich, sie ist ja auch beweglich, ne? Darf man nicht vergessen. Hat den großen Vorteil, in der Regel ist es so, wenn Sie dieses Set dann bekommen, dass Sie dann eigentlich automatisch auch halt eben dann erstmal diese beiden Streuscheiben anbringen. Das machen wir jetzt auch mal mit der anderen. Hier einfach ansetzen, hupsala, so und dann einfach rein. Ich zeige das mal eben von der Seite. Und wenn das Ganze dann befestigt ist mit einem Klick, da muss man ein bisschen Kraft aufwenden, das soll ja auch nicht einfach wieder rausflutschen, da muss ja auch richtig da rein. Dann kann man hier halt eben dann diese Streuscheiben dann bei Nichtbetrieb natürlich auch zumachen. Das ist auch ganz gut, wenn man die dann verstauen möchte, nehmen auch keinen Platz weg. Und wenn man halt eben ohne Streuscheiben arbeiten möchte, dann macht man das Ganze natürlich auf. Und in dem Augenblick, wo ich halt eben eine von diesen beiden brauche, mache ich sie einfach zu, mache die wieder weg oder nehme halt eben auch die andere oder vielleicht sogar beide. Also das können Sie ja machen, wie gesagt, lustig sind. Das ist also auch ein ganz sinnvolles Zubehör, was also hier im Lieferumfang mit enthalten ist. Dann haben wir als nächstes dieses Verbindungsstück. Und zwar ist das das Verbindungsstück zwischen Kamera. Das ist also hier das untere Element. Das wird einfach auf den Blitzschuh draufgesteckt. Und hier oben dann einmal der Aufnahmehalterung für die LED-Leuchte selbst. Die kommt dann hier oben einfach drauf. Zeige ich Ihnen auch gleich. Und hier unten das Stück dann auf dem Blitzschuh der Kamera. Dieser Connector, bevor ich das mache, hat also noch eine Besonderheit. Haben Sie gerade schon ganz kurz gehört. Wenn man hier diese Schraube loslöst, das ist also eine Feststellschraube, dann, wie man hört, haben wir hier in Raststufen die Funktion, dass wir also dann die LED-Leuchte halt eben noch entweder nach hinten oder halt nach vorne beugen können. Das rastet auch sehr fest ein. Zur Sicherheit natürlich, wenn man die Rastposition gefunden hat, die man dann benutzen möchte, muss man das Ganze dann hier mit der Schraube natürlich logischerweise auch wieder festdrehen. Auf der Unterseite, eingangs schon erwähnt, haben wir also nochmal so eine 1/4 Zoll Bohrung mit einem Gewinde drin, logischerweise. Dann können Sie das Ganze zum Beispiel auch halt eben hier auf einem Kugelkopf befestigen und da haben Sie natürlich die Möglichkeit, durch den Kugelkopf selbst halt eben dann hier in alle erdenklichen Richtungen und irgendwelche Winkel, die man halt eben so einstellen kann, das Ganze dann halt eben einstellen, beziehungsweise einzustellen. So, jetzt machen wir das Ganze dann auch nochmal eben hier an die Kamera ran. Also das Erste, was ich mache, ist, dass ich dann diesen Connector hier erstmal mit der LED-Leuchte verbinde. Das könnte ich also jetzt hier machen oder halt eben auch hier, je nachdem, wie ich das gerade brauche. Da war so eine Rändelschraube dran und wird das Ganze einfach festgedreht. So, und dann stecken wir das Gegenstück hier unten dann einfach auf den Blitzschuh der Kamera. Ein bisschen lösen, damit ich das wieder gerade machen kann. So, ganz normal, dann hier aufschieben und das Ganze hält dann auch. Ne? Wir müssen also keine Panik haben, dass es irgendwie runterfällt. Und jetzt kann ich halt hingehen und sagen, Schraube lösen. Ich brauche aber jetzt irgendwie halt ein bisschen mehr Licht, was nach unten gerichtet ist. Einfach festmachen. So, und so sieht das Ganze dann aus. Da können Sie also dann halt eben auch mit dem Licht einiges anstellen. Wir haben noch so ein etwas reichhaltiger ausgestatteteres Set. Das ist also halt eben ein Set, da haben Sie dann noch die Möglichkeit, über eine Schiene, auf der dann die Kamera befestigt wird, dann praktisch die LED-Leuchte halt neben der Kamera zu positionieren. Die Schiene kann man auch halt eben dann dementsprechend verstellen. Da sind auch noch Gewindebohrungen drin, können Sie dann auch auf dem Stativ anbringen und so weiter. Das nochmal am Rande, einfach mal nach Quenox 96 LED oder nach 96 LED suchen bei uns im Shop, dann finden Sie das auch. So, ich denke mal, damit haben wir jetzt hier auch alles erklärt. Das ist also die Quenox DV96V LED Videoleuchte mit 1300 Lux. Und zwar habe ich Ihnen hier das Basisset vorgestellt.